Das Umweltamt der Landeshauptstadt Magdeburg hat mehrere gemeinnützige Initiativen bei der Anschaffung von Lastenrädern unterstützt. Insgesamt ca. 36.000 Euro wurden im Rahmen der Förderrichtlinie umweltrelevante Zuwendungen dafür ausgegeben. In diesem Zuge konnten die Arbeitsstelle für Jugendpastoral im Bistum Magdeburg, der Kultopia e.V., das Geschäftsstraßenmanagement im Stadtfeld und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC über eine Zuwendung sich freuen. Mit der Förderung möchte die Landeshauptstadt neben der Erhöhung des sichtbaren Anteils an Lastenrädern auch die Senkung von motorisierten Transporten erreichen, um im Rahmen des Masterplans 100% Klimaschutz CO2-Emissionen einzusparen. Der ADFC konnte sich durch die Förderung 3 elektrische Lastenräder anschaffen. Diese werden ein Teil des kostenlosen Lastenradverleihsystems LARA 2.0 sein. Die Eröffnung des Verleihsystems und die Vorstellung der weiteren geförderten Organisationen finden innerhalb der Europäischen Woche der Mobilität statt.